Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play das Buch der Drei. Bei euch mag nur ein Video vergangen sein, aber ich habe offscreen noch ein bisschen gelevelt. Mir wurde gesagt, wir haben ein Monster vergessen, wo Lefdur noch ein Lied komponieren könnte. Schauen wir uns gleich an, ich habe auch noch ein bisschen gelevelt, wie man sieht. Wir haben jetzt den Schleimkäfer neu dazu bekommen. Halt die gesamte Gruppe geringfügig, das ist doch ganz eine nützliche Fähigkeit. Dann habe ich einen Truffutzel gefunden. Ein Eis- und Wasserangriff auf alle Gegner. Sweet. Von wegen, was ich eigentlich herkomme, bin die Flammenkugel. Ein Feuerangriff auf einen Gegner. Okay. So weit, so gut. Und wie gesagt, ich habe dabei noch ein bisschen gelevelt. Und dann noch nebenbei Essenzen für Elonvi gesammelt. Elonvi hat jetzt ja genug Essenzen des Feuers gesammelt, um Feuerball zu erlernen. Ein mittlerer Feuerzauber, ja. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal dort rein, in diese Höhle. Und ja, Truhe. Eine Lederrüstung. Wahrscheinlich relativ unnütz, wie ich denke. Und noch eine Truhe. Yay. Kupferschwert. Okay. So. Okay, wir kommen ja relativ schnell durch. Rune der Heilung, zweimal und eine Pflaume. Sweet. Ohne ich jetzt nichts sagen sollen. Höhlenwurm greift an. Okay. Taran, du greifst regulär an. Gurgi, du auch. Flefdur kann ja den Höhlenwurm schon. Also kannst du den angreifen. Und Elonvi, du kannst Essenzen absorbieren. So. Die. 5 Essenzen des Wassers. Okay. Christ, stirb endlich. Yay. Kampf gewonnen. So, gucken wir uns mal weiter um hier. Es scheint relativ übersichtlich zu verlaufen. Okay, da ist der Höhlenausgang gewesen. Oh, Lordy. Und schon wieder. Ich glaube, ich sollte erstmal abwehren, um die Gegner nicht gleich sofort zu killen. Sondern damit Elonvi noch ein paar Essenzen absorbieren kann. Den einen oder anderen Zauber, den wir noch lernen können. 5 Essenzen des Wassers. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, und jetzt würde ich sagen, auf sie mit Gebrüll. Oh Lordy. Los, Elonvi und Flefdur, ihr macht jetzt noch die Kröte platt. Warum macht ihr das nicht, was ich sage? Jesus. Ich sage das viel zu oft in der letzten Zeit. Und es tut mir leid, wenn ich da ein bisschen verschnupft klinge. Ich hoffe, ich brüte nichts aus. Schatzkiste, ich sehe dich. Lederrüstung, alles klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Heute. Oh Mann! Okay, selbes Spiel von vorne. Ihr wehrt alle brav ab, während Elonvi die Essenzen wieder absorbiert. Ja, ihr könnt mir gar nichts. Los. Och Mann, warum weißt du aus? Du traust dich ja was. Kritischer Treffer. Cool. Wie ich offscreen gelevelt habe, hat Gurgi einen kritischen Treffer nach dem anderen gelandet. Das war schon beängstigend. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie das Spiel gebuggt oder irgendwas. Das ist irre. Los, Gurgi. Ja, 50 Erfahrungspunkte. Und da ist bestimmt noch eine Schatztruhe irgendwo. Dachte ich mir doch. Ne, Witzgabe und ein Apfel und 3 Äpfel. Toll. Gehen wir mal zu diesem Höhlenausgang hier. Warum habe ich nur den Eindruck, dass es nicht so einfach wird, wie ich denke? Oh, Jesus. Ein Pünne greift an. Pünne. Okay. Wortwitz verkapiert. Haha. Egal. Flefdur. Ja, ich weiß. Klein. Ich spreche den Namen immer noch falsch aus. Aber ich lerne noch. Okay. Flefdur komponiert erstmal die Pinne. Und Elonvi, selbe Spiel wie immer, absorbiert.
Elumi, setzt Absorb ein. Wo kommt das jetzt her? Oh, es tut mir leid, Leute. Ich hatte heute Frühschicht und... Frühschicht, nun mal so üblich, ist es mein Hirn ein bisschen... Grütze. Oh, geh endlich down. Ja, gut so. 50 Erfahrungspunkte. Sweet. Wollen wir uns mal gucken, was diese neue Fähigkeit von Plefto ist. Wo haben wir dich denn? Pünne. Schädigt einen Gegner und lähmt und vergiftet ihn. Oh, das ist bitter. Sweet. Und was haben wir da? Bronzerüstung. Okay. Wahrscheinlich eher unnütz. Ja, relativ unnütz. Das klingt ja... Oh, den Bronzehelm kann Gurgi haben. Ja. Die Bronzerüstung kriegt mal... Elon V, die kann mal ein bisschen Defense vertragen. Okay. Gehen weiter hoch. Das sieht irgendwie komisch aus, aber naja, okay. Wow. Stahlschwert. Oh Lordi. Unnütz. Gut. Höhle. Und noch eine. Wow. Nanu. Ihr müsst uns vorbeilassen. Die Wölfe sind hinter uns her. Ihr braucht euch nicht vor den Wölfen zu fürchten. Was aber... Ich weiß zwar nicht warum, aber die Wölfe haben euch genau zu dem Geheimeingang in mein verborgenes Tal geführt. Die Wölfe sind sehr kluge Tiere. Aus irgendeinem Grund scheinen sie zu wollen, dass ich euch helfe. Oh Lordi. Das verstehe ich nicht ganz. Wer seid ihr? Mein Name ist Midwin. Und mein Tal bleibt den Augen der Menschen für gewöhnlich verborgen. Den Tieren hingegen ist es gut bekannt. Ich sehe, dass einer von euch verwundet wurde. Bitte folgt mir. Midwin. Gwydion hat etwas von einem Midwin erzählt. Oh. This looks nice. Ich werde euren verwundeten Freund in mein Haus bringen. Bitte stört ihn nicht. Ich werde ihn versorgen. Daher braucht auch Ruhe und Erholung. Fühlt euch hier wie zu Hause und fürchtet euch nicht vor den Tieren. Sie werden euch nicht zu. Also tut ihnen bitte auch nichts. Wir werden uns später unterhalten. Doch nun werde ich zuerst die Wunden eures Freundes versorgen. Das macht es, okay. Weil hier sieht es schön aus. Hui, Löwe. Kann ich mit dir reden? Warum fressen sich diese Tiere nicht gegenseitig auf? I don't know. Oh, Tiger auch noch. Ja. Das ist schon verrückt. Ein Pony! Diese Tiere machen einen so friedvollen Eindruck. Ja. Figures. Kann ich hier eigentlich Items finden auch? Wenn ich Fässer anklicke? Ich kann mich erinnern, dass bei Vampire Storm genauso war. Nee, och Mann. Jetzt bin ich frustriert. Naja. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern hier erst einmal. Und zwar... Nummer 3. Yeah. Wie heißt es schon? Alle guten Dinge sind 3. Und dann würde ich erstmal sagen, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter im Dorf um. In dieser Behausung. Wenn es wieder heißt, Let's Play das Buch der 3. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!